Hallihallo, wieder mal ein Video live aus meinem Wohnzimmer kennt. So, was hatten wir denn? Ich habe hier mal eine Tabelle für all diejenigen, die meine Bug-Reports übers Jahr mal gesehen haben, zusammengefasst. Ne? Da gab es diverse Videos zum Thema fast schon leidig, Shell Command Injection. Gut, das hat mich über das Jahr jetzt, seit Anfang des Jahres bis jetzt beschäftigt und ich habe mal eine Tabelle gemacht. Damit man mal sieht, was hat sich getan. Ich habe diverse Bugs berichtet, eine ganze Reihe. Diese Bugs sind sich so ähnlich, aber in verschiedensten Programmen, dass man hier vielleicht mal so ein bisschen vergleichen kann. Ist das jetzt so oder so? Gut, wir hatten einen Bug im Mate-Menü, im Advanced Mate-Menü von Ubuntu Mate. Ist gefixt worden, schon im März, einer der schnellsten Bugfixes. Am schnellsten überhaupt reagiert hat das GNOME-Projekt. Da hatte ich am 23.07. mal was gemeldet und das war, glaube ich, so innerhalb von 23 Minuten war der Bugfix da. Ne? Also das waren die schnellsten übers Jahr gesehen. Am langsamsten, beziehungsweise überhaupt nicht, wird Screenlets der Bug gefixt. Warum nicht? Das kommt aus einer Paketquelle, die ausschließlich von der Community, also von uns, maintained, ne? Also gewartet wird. Das heißt, da kann man sich das Melden eines Bugs eigentlich sparen, wenn man nicht das vorhat, sowieso selber zu fixen, ne? Oder einen kennt oder sowieso schon vorher jemand angesprochen hat, fix doch mal den Bug. Denn da läuft hier ein Timer von ungefähr 60 Tagen und wenn sich da nichts tut, dann geht das auf Expired und der Bug bleibt so, wie es ist. Das packt niemand an. Ne? Ist natürlich ein bisschen blöd, sowas. Da hat man sich schon mal die Mühe gemacht, einen Bug zu finden, zu analysieren, zu melden. Und damit denkt man ja auch eigentlich, hätte man seine Schuldigkeit getan als Anwender. Das ist ja schon mehr als der normale Anwender tut und dann kommt nichts. Ne? Schade, aber es liegt einfach daran, man geht bei diesen Paketen davon aus, das muss die Gemeinschaft selber machen. Und wenn die Gemeinschaft das nicht selber macht, dann bleibt der Bug so, wie er ist. Wie in Screenlets geschehen. Bei Snippets sieht es so ähnlich aus. Da ist man sich aber noch nicht so ganz einig. Ich kann mir das nicht ganz so zusammenreimen, was der gute Mann, der darauf geantwortet hat, meint. Der sagt, einerseits ist das genauso wie bei dem, aber andererseits könnte ja mal sein, könnte ja mal einer gucken oder so. Ich weiß es nicht. Also Snippets und Screenlets, da wird sich wahrscheinlich nichts tun. Ja, unser Linux Mint, ne, ist eigentlich nur einer schuld. Der Herr Clement Lefebvre, der reagiert überhaupt nicht. Ne? Der ist so und hat halt einen Bug. Schön, ne? Beziehungsweise, ich weiß nicht, lebt der noch? Ne? Lebt denn der alte Lefebvre noch? Ich weiß, er hat keine Reaktion. Ne? Ne, zuerst habe ich das mal bei Launchpad gemeldet. Das ist eigentlich verkehrt. Ist eigentlich verkehrt, grafische Sachen von Mint, ne? Zum Beispiel, wenn Mint Nanny ein Problem hat, das ist ein grafisches Programm, dann soll man das gar nicht so unbedingt bei Launchpad melden. Das steht auch im Kleingedruckten, den habe ich hinterher erst gesehen. Deshalb stimmt das Datum hier eigentlich streng genommen nicht so. Ne? Nach den Regeln vom Launchpad müssten die da eigentlich gar nichts machen. Man soll es also direkt bei Linux Mint melden. Habe ich dann hinterher auch gemacht, da reagiert aber auch keiner. Der Einzige, der reagiert hat vom Mint, war der Herr Glollol. Nein, ich habe jetzt kein Alohol getrunken. Der Herr Glollol hat reagiert und hat den Mint-Stick repariert. Ne? Der Shell Command Injection im Mint-Stick. Weil der Lefebvre immer noch irgendwie erlebt hat, er noch, weiß ich nicht, gar nicht reagiert. Aber auch der Lololol, der ist irgendwie auch nicht so ganz aus dieser Welt. Der hat sofort das korrekt gepatcht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, guckt euch mal die Antworten von dem an. Vielleicht programmiert er unter Windows oder so, ich weiß es nicht. Das ist alles ein bisschen eigentümlich bei den Mint-Leuten da. Ja, jedenfalls GOFW Firewall hier unter Ubuntu 15.10. Mittlerweile hier in einer frühen Beta-Version, Alpha-Version, wie auch immer. Es ist ja noch nicht Oktober zum Zeitpunkt des Videos, aber da ist die Firewall bereits in der gefixten Version drin, wo ich dann mitwirken durfte, ist erledigt. Ne? Mate-Menü und GOFW, die können wir abhacken. Prima, gut gelaufen. Orca,
Ja, Python-Soundmodul, also Python 3 Sound, da hatte ich schon mal, ne, das war nur so ein Untermodul, das ist total steinalt und veraltet, hat dann sofort das GNOME-Objekt, das muss GNOME.org, ne, das muss man an der richtigen Stelle melden, so ein Bug. Muss man erstmal wissen, wo man das melden soll. Ne? Orca gehört zu GNOME, muss man also da melden, und bei Launchpad konnte ich mir gerade sparen. Und da hatte ich das richtige Mädchen erwischt. Ne? Also die Mädchen sind im Aufräumen schneller als die Jungs. Innerhalb von 23 Minuten hatte ich das komplette Python 3 Soundmodul rausgeworfen. Ne? Das war nämlich total überflüssig und veraltet, schon seit Urzeiten. Am schnellsten reagiert Patch verfügbar und der Minstick, der der vielleicht nur Windows benutzt, hat sich zumindest mal erbarmt, als einziger von Linux Mint mal einen Patch zu machen. Wann das irgendwann mal offiziell überhaupt mal in die Distro einfließt, ist unbekannt. Dann hatte ich noch, das ist aber nicht offiziell, noch was in HP-Lib-Druckertreiber gefunden. Das war aber nicht so ein toller, schwerer, wirklich ausnutzbarer Fehler. Ist in Arbeit, ist aber nicht öffentlich. Ich möchte das nicht öffentlich machen. Ne? Hat eine geringe Priorität. Also bestätigt ist der Bug, der da drin ist. Also wie gesagt, alle Bugs behandeln dasselbe Thema, sind mehr oder weniger derselbe Bug. Aber ganz interessant jetzt mal über mehrere Linux-Distros und verschiedenste Programme und je nachdem, wo man es gemeldet hat, zu sehen, tut sich da was oder nicht. Ne? Unter Unity Scopes habe ich letztens erst gemeldet, da bricht quasi schon Hektik aus. Ne? Also Hektik eigentlich nicht so, wie man denkt, jetzt ist Chaos da. Ne? Aber im Vergleich zu den anderen Projekten, wo sich monatelang gar nichts tut oder überhaupt keine Reaktion ist, ist das geradezu ein hektisches Treiben da. Ne? Da könnte jetzt alsbald was kommen. Auch im Mailcap-Modul habe ich zumindest mal, nachdem ich den Python-Programmierern überhaupt mal das Problem beigebracht habe und bis du denen das mal anhand von Demo-Exploits genau beschrieben hast und dann sagen, ach ja, stimmt ja, das ist ja verkehrt, da müsste ja mal irgendeiner was tun. Ja, was tun wir da? Vielleicht ändern wir nur die Dokumentation oder schreiben unser schönes Python-Modul um. Ach, besser nicht. Naja, gut, also zu dem Thema gibt es vielleicht demnächst mal auf Freies Magazin einen Bericht von mir, sofern der überhaupt durchgewunken wird, also gesichtet hat den Bericht auf Freies Magazin der Dominik schon mal, aber ja gut, meine Rechtschreibung ist nicht so toll. Und ich bin halt ein Computer-Nerd, wohne hier in der dunklen Bude und bin kein Schriftsteller. Ne? Da ist mit Rechtschreibung schlecht, ne? Gerade mit einer Tastatur mit Batterie. Da fehlen die Hälfte der Worte, die Hälfte der Zeilen. Gut, aber schauen wir mal, vielleicht kommt dann demnächst mal was auf Freies Magazin auch zu diesem Thema. Das wollte ich nur kurz zusammengefasst haben. Ja, Mint-Install, Mint-Lokal, Mint-Backup, also bei Mint, das ist optisch schön gelungen, das Betriebssystem, aber die Fehlerbehebungsgeschwindigkeit ist nahezu null. Wenn nicht zumindest der der vielleicht unter Windows programmiert oder nichts da hat, keinen Stick hat er da gehabt zum Probieren. Und irgendwie eine Box konnte das auch nicht. Ach, das war der Gefummel. Also Mint. Von der Bugbehebbarkeit, zumindest bei meinen. Ja. Vielleicht sind die auch alle nicht so wichtig. Das kommt auch immer darauf an, wie leicht die ausnutzbar sind. Obwohl das alles dieselben Bugs sind, werden die Bugs danach bewertet, wie gut ausnutzbar ist das jetzt. Ne? Derselbe Bug, zum Beispiel Made Menü, wo viele darauf rumklicken, bums, schon behoben. Aber vielleicht in einem exotischen Python-Modul vom Speech-Patcher, wo man unter bestimmten Rahmenbedingungen nur, falls das Modul eingebaut ist, also wo es ein bisschen schwieriger ist, den Bug überhaupt auszunutzen, das kann ja länger dauern. Also es geht nicht darum, ob grundsätzlich ein Bug drin ist und ob es dann eine Shell-Command-Injection-Lücke ist. Es geht auch darum, wie leicht ist das ausnutzbar, und das ist bei Unity-Scopes ziemlich leicht, und deshalb kommt aber etwas, nehme ich mal so an. Ich hoffe, hiermit kommt es. Die entsprechende Liste hänge ich euch vielleicht ebenfalls an, packt die auf meine Google Drive oder ihr schaut am besten mal auf meine Community. Da habe ich die Liste schon hochgeladen, dann könnt ihr die entsprechenden Links einfach anklicken. Ich hoffe, hiermit kommt es. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.